Moin, hallo und auch herzlich willkommen zurück bei The Elder Scrolls 5. Hi, Oblivion. Ja, der Anfang war eben offen zu seltsam, also der Anfang beim Cube World, in der Cube World Aufnahme offen zu seltsam, wie gerade eben. Aber gut, durch Springen verbessert sich unsere Athletikfähigkeit oder auch nicht. Ganz Zeit Leertaste aber. Ach so, ja, mit E, oh Gott, Alter, das ist so seltsam. Ach ja, die Pegasus-Zeit. Oh Gott, da kommen sie ja schon wieder. Was hier? Komm. Können wir irgendwas gegen ausrichten? Wie war denn das? Können wir irgendwas machen? Nee, ne, oder? Okay. Okay, ist nicht so. Ach ja, die haben mir die hellblauen Haare. Mein Gott. Eigentlich hatte ich anfangs gar nicht so den Bock, das Ganze aufzunehmen. Das habe ich dann noch gemacht, weil ich nur noch Lust hatte. Aber ihr müsst wissen, es können manchmal ausfallen, weil ich weiß nicht, Skyrim ist meinetwegen etwas lieber als Cube World. Als Cube World, ja toll, hier nehme ich Cube World aufnehmen soll. Als Oblivion. Was natürlich auch dran liegt, dass ich ein kleiner Grafikhure bin. Ja, eigentlich bin ich kein Grafikhure, aber. Ja, ist mir schon etwas lieber, weil na, die neueren Spiele sind ja sowieso mal etwas besser. Und. Ja. Ich spiele es auch manchmal ganz gerne Oblivion, aber gut, es kommt ja sowieso nur einmal in der Woche. Würde ich das ja wohl hoffentlich auch schaffen. So ein paar Sachen habe ich noch drauf. Aber die letzte Aufnahme ist jetzt auch schon wieder so einen Monat her. Deswegen bin ich nicht mehr so fit. Weiß gar nicht mehr, wohin gehen sollen. Pegasus-Zeit, Belder, so irgendwas mit C, das weiß ich noch. Ne, daraus kam es. Abwasserkanäle. War es jetzt das? Haben wir irgendwie so ein Questlog? Laufende Mission. Liefert das Amulett ab. Ich soll es zu Joffrey in der Stadt Coral bringen. Bring alles. Ich soll das Amulett des Königs zu Joffrey in der Stadt der Coral. So, wo ist denn Coral? Ah, das ist ja Skyrim. Ab nach Skyrim. Los. Ich weiß, wo kann ich einfach nur so eine Kurzreise nach Himmelsrand? Ja, super, das ist genau auf der anderen Seite. Ach, man kann sogar schnell reisen. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gewusst. Am Anfang habe ich eigentlich immer noch ein paar Sachen entdeckt. Aber gut, vielleicht erst mal ein bisschen mit der Hauptstory weiterkommen und dann ein bisschen entdecken. Aber gut, naja, jetzt sind wir einfach schon im Schloss von Coral. Und wir liefern das Amulett ab. Das ist der König. Hören wir uns das einmal an. Weil unser Fluch, beziehungsweise kurz bevor er gestorben ist, gegeben hat. Was, wie, was? Anweisung. Was sucht ihr? Wo kann ich schlafen? Das Eiche und Krummstab und die graue Stute liegen in der Nähe von Tor und Brunnen. Das klingt poetisch. So, wo genau sollten wir es hinbringen? Abgeschlossen. Ach so, ist abgeschlossen, aktiv. Und warum ist da dreimal, viermal? Ach Gott, naja. Ich bin Coral angekommen, ich muss Joffrey. Avenon Priorei oder sowas. Ach, da. Nee, da gehen wir jetzt mal hin. Nein. Das ist im Süden. Ich komme mit der Steuerung nicht klar. Im Süden. Welches Symbol hat das? Eine Weinflasche. Weinglas. Wie kann man nochmal rennen? Moment, ich soll mal. Ist das langsamer gehen? Okay. Ach, Rennen scheint so eine Art Dauerzustand zu sein. Man kann nur normal gehen. Mit einer bestimmten Taste. Das ist das Coral Südtor. Das war für mich auch einfach problemlos durchgehen können. Ich bleibe einfach einen Moment in der Ansicht hier. In der dritten Person. War doch eben ein Interaktionszeichen. Ah, toll, müssen wir direkt rangehen. Die Zerstörungsmagie, kein Zauber, die Ausdauer, Lebensenergie oder Magie vorübergehend schwächen. Das ist sehr toll. Ich würde gerne mal eben kalte Berührung, Eisschaden. Okay. Moment, wir haben eigentlich immer dieses. Hä, ist das alles? Ja, wir haben eigentlich mal einen Feuerball gehabt mit 6 Punkten am Ziel. Aber kalte Berührung nehme ich auch mal. Was auch mal diese. Ach so, 11 Mana-Punkte, ja gut. Schockberührung schützen. Aha. Okay. Bin auf jeden Fall recht viele Zauber. Mal gucken. Wie. Hilf! Es ist aus, Gesetzesbrecher! Euer Spaß.
Was? Aktuelles Kopfgeld. Verhaftung widersetzt. Gold bezahlen. Zu schade. Oh Gott, da habe ich ihn angegriffen und... Was? Was passiert jetzt? Nein. Ich habe mich gar nicht mit dem Ganzen befasst, wie es denn ist, wenn man... Außerdem wollen wir nur ein Stück resettet. Gott. Ich habe schon... Alter. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet, da wir auch irgendwie sich so zwischendurch mal eben abgespeichert haben. Weil wir so schlau sind. Das können wir eben auch gleich mal machen. Moment. Moment. Jetzt sind wir hier schon Coral. Kann auch einmal speichern. Und zwar können wir den letzten abspeichern. Ja, das überschreiben. Denk schon. Okay. So, dann können wir uns aber auch gleich mal mit einer Wache anlegen, würde ich mal sagen. Dafür gehen wir noch mal etwas näher ran und dann speichern wir einfach noch mal. Richtig schlau. Ja, dann kann man schön weit springen. So. Ich mag auch hier die Einsicht, weil... Also Texturen für, was ich, 2006 war es, glaube ich. Für 2006 finde ich es nicht schlecht. So. Speichern. Das überschreiben. Und hi. Sieh an, was... Verhaftung widersetzen. Dann zahle mit deinem Blut. Ja, ich dich auch. Okay, Moment. Halt, stopp. Sekunde, 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 Sekunde. Lebensenergie absorbieren können wir auch. Okay. Ich würde mich aber gerne erstmal selbst so heilen nochmal. Da, leichte Wunden heilen. Weil ich es erstmal wegrennen möchte. Ein bisschen. Oder auch ein bisschen mehr. Okay, der greift mich trotzdem immer noch an. Dann wäre es vielleicht ganz gut, hier das Ganze zu reflektieren. Schild an sich selbst. Wo waren Reflexionen hier? Schild an sich selbst. Da, der Turmwächter. 5%. Ach, 5%. Oh Gott, das ist jetzt eher so. Lebensenergie absorbieren. Probieren wir es mal eben kurz damit. Okay. Das war keine gute Idee. Da liegen wir. Moment, ist das der richtige Speicherpunkt? Ja, doch. Ich habe mich nur eben gewundert, weil die Frau da stand, aber. Stimmt, ja, ne? Hi. Ich finde irgendwie seltsam. Aber gut, ich habe es ja schon in Skyrim Folge 6 was, glaube ich, gemacht. Da war ich ja auch schon mal eben kurz böse, weil, keine Ahnung. Ich mag es irgendwie in Spielen, so Speicherstellen zu erstellen, denken, Scheiße zu machen. Wird dann ja auch in SimCity Staffel 2 so sein. Da kann man ja auch einfach den Speicherstand so abspeichern und dann einfach neu laden. Da das Ganze ja offline läuft in der zweiten Staffel. Ja, da kann man auf jeden Fall auch super Sachen machen. Einfach irgendwie alles kaputt machen und dann wieder reparieren. Ja. Das tun wir, ne? So. Sind wir hier richtig? Nee, sind wir. Haben wir irgendwie unsere Quest verloren? Wohin? Achso, das ist jetzt ein bisschen verschoben, da wir schon in den Norden gegangen sind. Aber Moment, wo sind unsere Quests? Ach doch, da noch. Ja, Wainon Priorei, was auch immer das ist. Ja, war es auf jeden Fall da vorne irgendwo. So. So, ist das? Meint mal. Das will ich einmal eben entdecken. So. Oh, da waren noch ein paar Pilze. Hier wird das Amulett ab. Ah, ja. Erreicht. Jetzt muss ich das Amulett der Könige zu Joffrey bringen. Ja, Moment. Ich snack mir eben hier die Fliegenpilze und die stahllosen, stahlblauen Rötlinge. Und das Ding, was auch immer das war. Wir finden zwar die ganze Zeit nichts Nützliches. Weshalb das Ganze wahrscheinlich gar keinen Sinn macht und wir einfach nur voller werden.
Moment. Deswegen würde ich das Ganze vielleicht auch irgendwie wieder wegwerfen. Find's aber nicht. Ne, find's nicht. Entweder ich übersehe's oder... keine Ahnung. Naja. Oder wenn nichts Nützliches drin ist, ist es einfach gleich aussortiert. Wirklich auch praktisch. Haus Raynon. Wer ist denn das da hinten? Die. Oh mein Gott! Hi. Speichern. Bleibt das ganz oft speichern, aber. Wenn ich die sehe, ohne Scheiß. Hallo. Ich hätte sie ihm fast schon so. Einfach aus. Ja. Göttern, ein Wahnsinniger ist auf freiem Fuße. Das ist eine. Das ist ein Mann. Was geht dir vor? Kommt, hilft dabei. Was gibt. Hilfe! 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 Wie willst du noch Hilfe sagen? Da kommt keiner. Weil es gerade irgendwie auch recht unterhaltsam fällt. Warum habe ich jetzt auf einmal nur noch so wenig? Ach so. Ich habe nichts gesorgt. Gibt es doch irgendwie noch sowas? Sternlicht. Ach, einfach ein bisschen Feuerball. Was geht hier vor? Ich. Bei den Göttern. Bei den neuen Göttlichen. Bei neun? Den Göttern, ein Wahnsinniger ist auf freiem Fuße. Mann. Renn doch einfach. So, genau. So einfach ist das. Göttern, ein Wahnsinniger. Macht das überhaupt irgendwas aus, wenn ich hier den töte? Ich meine, wir können das, ob wir wegen Let's Play auch einfach mal böse machen. Als Garon sind ja eh schon böse. Gut. Können wir hier auch mal böse sein. Göttern, ein Wahnsinniger ist auf freiem Fuße. Scheiße. Neuen Göttlichen. Oh Gott, wir machen jetzt einfach einen kleinen Fight. Weil in dieser Aufnahme ja, wenn ich schon zuerst am Zweifeln war, ob ich aufnehme, dass ich wenigstens noch ein bisschen Action dabei habe. Ja. Mann. Können wir ihn überhaupt treffen? Dann machen wir lieber so ein bisschen extra Damage. Hey. Hey, ja, genau. Wir sind cool und wir sind hip. Wir sagen, hey, was geht? Hey, oh, was geht? Hey. Ach so. Hä, wie kann der sich denn bitte so schnell bewegen? Der sagt hinterher, hey, oh, was geht? Hi. Na, können wir irgendwie was gegen den tun? Ach komm, sterb doch einfach. Wie lange braucht das bitte? Ich meine, hättest du eigentlich auch keine Möglichkeiten zu töten, aber. Ich meine ja nur. Wir können ihm geben und geben und geben, aber es macht ihm einfach kaum was. Und sie auch kaum etwas, aber trotzdem. So, absorbieren können wir mal machen. Das lohnt sich jetzt vielleicht, oder wird vielleicht was bringen. Nein, bringt kaum was, wenn ich das mal so sehe. Ihr sollt rasten, ihr das Gelernte reflektieren. Gibt's da irgendwie neue Skills oder was? Ach komm, bringt's auch nicht. Ich kam gerade nicht auf zur Steuerung, klar. So, ich habe schon gesehen, dass die Folge jetzt auch schon wieder zur Hälfte fortgeschritten ist. Da müssen wir auf jeden Fall auch weiterkommen, Leute. Aber ich will unbedingt noch diesen Typen töten. Keine Ahnung, warum das echt zu lang dauert. Aber den snacken wir uns. Auf jeden Fall. Noch irgendwas, was Ausdauer wiederherstellt hier so. Eisschaden, Schaden, Schaden, Schaden. Schriftrollen. Schild. Ich denke mal, die Drachenhaut wird es auch tun. So. Bisschen Drachenhaut. Kann man ja leider nicht wirklich sehen, aber gut. Immerhin glühen wir ein bisschen. Das ist ja auch schon mal ganz nett. Und der macht kaum noch Schaden. Macht der überhaupt noch Schaden? Ja doch, aber wenig, sehr wenig.
Oh, wer ist denn das überhaupt? Hondita? Ich bin den Namen noch gar nicht angeguckt. So, ich gehe mir wieder vielleicht die Wunden heilen. Bisschen Action, obwohl das ist ja keine wirkliche Action. Da werden die ganze Zeit nur auf den einen so ein bisschen hin und her kloppen. Ah, da können wir also gleich hingehen. Dann wird wieder das Ganze neu laden. So. Denn hier böse zu sein, wenn man doch ein bisschen zu anstrengt. Warum laufen wir hier auf einmal mit unserer Fackel rum? Okay. Also es ging eindeutig besser mit der Faust. Wir haben deutlich... Wie schlecht ist unser Schwert bitte, wenn wir den einfach so mit unserer Faust wegsnacken? Unser Mod wurde von unbekannten Mächten bemerkt. Ich meine, unsere Faust ja mal richtig heftig. Muss man ja mal anmerken, ne? Ach, weil... Was heißt das denn hier? Hm. Was ist denn damit jetzt los? Ist das irgendwie kaputt oder so? Muss man es reparieren? Ah, das ist vollkommen kaputt. Ach so. Blöd. Ja, und für auch so, jetzt Keule. Och, Mann. Jetzt aber. Gut. Jetzt laufe ich einfach wie so ein komischer Typ mit der Keule rum. Ich bin böse. Und habe ein Pferd. Ach, wie cool. Ah, wir können einfach ein Pferd haben. Also böse sein hat auf jeden Fall Vorteile. Kann ich dann noch springen? Nö, es bewegt sich nur so komisch. Die Kamera. Aber okay. Ich meine, Pferd, ne? Du bist zwar lieb, aber viel bringst du mir gerade nicht. Hm, du Zossen. Hey. So, komm her. Oh Gott. Alter, nutzen sich die Waffen hier schnell ab. Ich bin echt ein paar Mal draufgeschlagen. Moment, ich schlage ein paar Mal drauf. Eben war es auf 91. Schlag, Schlag, Schlag. Und 4. Alter, nutzen sich die Waffen hier schnell ab. Oh mein Gott. Also da muss ich sagen, ist ja wirklich das Ganze so gehalten, dass man Konfrontation aus dem Weg gehen sollte. Davor war es ja echt noch mehr als halb heil. Das ist ja seltsam. Also heile. Nicht heil. Was? Gott. Pelzstiefel, weil das andere war irgendwie auch nicht heile. Okay. Aber die sehen irgendwie interessanter. Obwohl, na, so gut sehen doch nicht aus. Bleiben wir doch bei denen, da die ja scheinbar nur noch heil sind. Ja. Also, wie ihr wisst. Ich meine, gibt es hier auch so ein Favoritenmenü? Ich weiß gar nichts mehr. Na, ihr Lieben. Ich habe euch nie was getan. So, jetzt wollen wir aber gleich mal hier reingehen, damit wir noch endlich mal weiterkommen in diesem Let's Play. Und das Amulett des Königs oder der Könige abgeben. Jetzt ist er nicht da. Können wir klauen? Denke ich mal, dass das Rote heißt. Dass wir das nur klauen können. Ja, yeah. Party. Ich mach Party. Was machst du? Ich mach Party. Ja. Tanz auf dem Tisch. Ja. Ja, kick die Sachen weg. Das geht dann nicht mehr. Doch. Yeah. Komm schon. So. Woo. Und Messer weg. Und woo. Und den Stuhl im... Du bist ein echter Gangster. Jetzt geht er wieder runter. Mein Gott. Löffel. Nein, ich habe einen... Nein! Mein Gott. War's böse? Ich habe einen Löffel geklaut. Moment, ich leg den da wieder hin. Kann man hier irgendwann mal Sachen wegwerfen? Oh Gott, Steinbecher. Weg. Kuh? Nein. Irgendwie. Ich gehe mal eben durch, so die Tasten.
Mann, warum kann man das nicht wegwerfen? Entfernen? Na, oh Gott. Es tut mir leid. Aber super, so werden wir einfach nur voller hier. Das ist ja auch blöd. In Truhe können wir natürlich nicht reingucken. Ins Bett können wir. Abbrechen. Will ich nicht. Aber gut, sonst ist hier nicht gerade viel. Das Schlimmste ist, dass kein Geoffrey. Ah, da. Da ist doch jemand. Ach, ist wieder dieser Typ, der wie eine Frau aussieht und wie ein Uga aussieht. Ja, ich bleib weg. So. Haus Wainen. Die Willenskraft sorgt dafür, dass eure Magie sich schneller regeneriert. Ehrmord. Achso. Ehrmordung. Eure Akrobatikfähigkeit hat sich verbessert. Extrablatt. Kaiser und Thronfolger ermordet. Ältestenrat übernimmt Regierungsgeschäfte. Kaiser Uriel VII ist tot. Im Alter von 87 Jahren nach einer Herrschaft von über Tamriel von 65 Jahren. Er wurde von unbekannten Meuchelmördern umgebracht. Gleichzeitig wurde an verschiedenen Orten drei Söhne des Erben bla bla bla. Oh Gott, das ist viel. Oh Gott, echt. Bei den alten Schriftrollen gibt es wirklich immer so viele Schriftrollen. Beziehungsweise auch bei Skyrim. Auch manchmal das Problem, dass da wirklich so viele Bücher überall rumliegen, die aber irgendwie nie vorlese, bis auf dieses eine, was uns dann aber auch nur weitergeholfen hat in so einem Dungeon. So, einmal ins Roller gekickt. Sehr schön. Danke. Ist hier irgendjemand? Kann ich irgendwo ran? Nicht so wirklich. Ein Gemälde. Kann ich jetzt irgendwie klauen? Nee. Okay, Kunstklau ist hier also gar nicht drin. Ich meine möglich. Ja. Hallo, Geoffrey. Hallo. Hi. Ah, ich bleib mal hinterm Tisch, weil ich höflich bin. Ein Tisch. Tanze auf dem Tisch. Tanze auf dem Tisch. Ja, ein Tisch. Ja, komm. Ich bin Bruder Geoffrey. Moment. Abbrechen. Naja, ich bin Bruder. Ja, ich bringe euch das Amulett der Könige. Das ist unmöglich. Niemand außer dem Kaiser darf das Amulett berühren. Okay, ich gehe wieder. Zeigt es mir. Nee, ich hab's nicht berührt. Ich bin weg. Ich darf das nicht. Also, tschüss. Du leuchtest schön. Ne? Hast hier ein bisschen verwaschene Texturen, aber ansonsten bist du ganz toll. Ja, ich gebe mir trotzdem das Amulett, weil ich bin, ne? Bei den Neunen. Das ist das Amulett der Könige. Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Warum hat er gerade eben die gleichen Fragen nur in einer anderen Stimmlage gestellt? Naja, egal. Also, der Kaiser hat noch so, der ist ein bisschen, naja, bei Flucht so, er ist älter geworden und er ist ein bisschen blasser geworden und hat sich hingelegt und die Augen so ein bisschen in so ein paar Richtungen verdreht, weil er mal so den Raum inspizieren wollte. Er hat noch so ein paar Sachen gesagt, also er hat gesagt, ne, und so. Okay. So unglaublich eure Geschichte auch klingt, ich glaube euch. Nur das seltsame Schicksal Uriel Septims könnte euch hierher gebracht haben, mit dem Amulett der Könige bei euch. Ja, sehr seltsam. Also echt so jemand, der blass wird, dann umfällt und den Raum inspiziert vor allem. Ich meine, ich weiß nicht, also. Ich inspiziere auch mal den Raum. Meine letzten Worte sind hoffentlich trotzdem noch nicht direkt da dran. Schließt den Schlumpf von Oblivion? Er ist der Prinz der Zerstörung. Er ist der Prinz der Zerstörung. Der Fürst der Zerstörung, den er nannte, ist niemand anderes als Merunes Dagon. Einer der Fürsten in der dämonischen Welt von Oblivion. Oblivion. Zum Glück ist die Welt der Sterblichen durch magische Grenzen von den Daedra von Oblivion getrennt. Oblivion. Wie kann Oblivion... Oblivion... Dann eine Bedrohung für uns... Für uns. Also wie kann dann eine Bedrohung für uns? Ne? Ja, ich sag einfach Dinge, die keinen Sinn machen, weil... Ne? Ich inspiziere den Raum. Ich bin mir nicht sicher. Nur die Kaiser wissen wirklich, was die Krönungsrituale bedeuten.
Holz? Das Amulett Tisch, der Könige Tisch. Ist alt. Tanzen. Sehr alt. Die heilige Schule. Alessia selbst typ. Hat es von den Göttern bekommen. Es ist eine heilige Daniel. Reliquie mit großer Macht. Ja. Wenn ein Kaiser gekrönt wird, entzündet er mit dem Amulett die Drachenfeuer im Tempel des einen in der Kaiserstadt. Jetzt, da der Kaiser tot ist und kein Thronerbe gekrönt, werden die Drachenfeuer im Tempel zum ersten Mal seit Jahrhunderten erloschen sein. Vielleicht haben uns die Drachenfeuer vor einer Bedrohung geschützt, von der nur der Kaiser wusste. Hast du eben Feuerzeug, dann kann ich es anmachen. Ich meine, bist du Raucher, dann hast du bestimmt nichts dabei, oder? Komm, ich kann ja mal eben zurücklaufen, die Dinge anzünden, dann ist alles wieder gut. Oder nicht? Die andere Option eventuell, ich würde seinen Sohn finden, warum auch immer. Vielleicht der, ach so, ja stimmt, sein Sohn ist ja Raucher, der muss Feuerzeug haben, ne? Ja, ich guck mal nach seinem Sohn, der hat bestimmt Feuerzeug. Ich gehöre zu den wenigen, die um seine Existenz wissen. Vor vielen Jahren war ich Hauptmann von Uriels Leibwache, den Klingen. Eines Nachts Klingel. Rief Uriel mich in seine Privatgemächer. Ein Säugling, ein kleiner Junge, lag schlafend in einem Körbchen. Uriel trug mir auf, ihn an einen sicheren Ort zu bringen. Er sagte mir nichts über das Baby, aber ich wusste, dass es sein Sohn war. Von Zeit zu Zeit fragte er, wie sich das Kind entwickelte. Jetzt scheint es, dass dieser als Bastard geborene Sohn der Erbe des Septimthrones ist, falls er noch lebt. Wo kann ich Wo kann ich Urins Sohn finden? Sein Name ist Martin. Er dient Akatosch in der Kapelle in Quatsch, südlich von hier. Ihr müsst sofort nach Quatsch gehen und ihn finden. Wenn der Feind von seiner Existenz weiß, was äußerst wahrscheinlich ist, dann ist er in schrecklicher Gefahr. Und bitte, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Ich habe nicht viel, aber ich helfe euch so gut ich kann. Ach, Quatsch. Oh Gott, einfach Quatsch. So, ich würde eigentlich gerne was über dieses Tor wissen von Oblivion, das man ja auch im Trailer gesehen hat, also in der Anfangssequenz. Boris, die Klingen, Drachenfeuer, Martin, Merudnis, Dagon, Unterstützung, Ältestenrat. Nö, erstmal nicht. Danke. Vergeudet keine Zeit. Ihr müsst Martin finden, tisch. Bevor der Feind ihn entdeckt. Okay, ich bin aufgeräumt. Krieg jetzt mein Taschengeld, Opi. Opi, mein Taschengeld. Opi. Fertig. Kann ich dich greifen oder was? Warum bist du rot? Ich will dich nicht stehlen. Keine Angst. Gott, was denkt der von mir? Naja. Ich würde dann mal sagen, in der nächsten Folge begeben wir uns dann auch mal etwas effektiver, als jetzt diese Folge war, dem Typen da. Nach Quatsch. Und ja. Ja, dann reisen wir nach Quatsch und keine Ahnung. Dann gucken wir mal nach seinem Sohn, der angeblich Raucher sein soll, ob der denn dann ein Feuerzeug hat, damit wir dann diese Drachenfeuer wieder entzünden können. Ja, würde ich sagen. Dann bis dahin und ja. Sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Oblivion-Folge wieder. Oder beim nächsten Video vom Kanal. Ich setze mich nochmal hin mit meinen blauen Haaren, meiner Fackel. Die ich immer noch hochhalte, wie eng ist eine Statue. Ich kann mich nicht mehr von vorne sehen, also stehe ich wieder auf. Ja. Und dann sage ich jetzt nur noch bis denn und ciao. Und irgendwie kann ich mich nicht von vorne sehen gerade. Naja, egal. Ja, ich sag nur noch bis denn und ciao. Tschüss. Kann ich auch fliegen? Fliegen. Tschüss. Fliegen. Tisch. Tisch.